Meine Damen und Herren, ich wohne in München im Stadtteil Lochhausen und in Lochhausen gibt es keinen einzigen PC-Händler. Vorher wohnte ich in München-Allach, das ist auch hier ein Stadtteil. Da bin ich vor anderthalb Jahren weggezogen und dort gibt es auch keinen einzigen PC-Händler, der Privatkunden adressiert mit Ladengeschäft. Systemhäuser? Ja, aber kein Ladengeschäft. War das schon immer so? Nein. Aber die Nahversorgung quasi mit PC-Shops ist doch in den letzten Jahren sehr, sehr stark zurückgegangen. Ähnlich wie die Tante-Emma-Läden im Lebensmitteleinzelhandel. Und die PC-Shops, das ist zumindest mein subjektiver Eindruck, ist aus dem Stadtbild unserer Städte doch ziemlich verschwunden. Und das war der Anlass dafür, dass wir überlegt haben, wir wollen das Thema doch mal diskutieren mit Experten aus der Branche. Und die habe ich mir heute eingeladen zum Thema, hat der stationäre IT-Fachhandel noch eine Chance? Ist der stationäre IT-Fachhandel ein Auslaufmodell? Fragezeichen. Und darüber möchte ich gerne sprechen mit einigen Experten aus der Branche. Den ersten haben Sie schon kennengelernt. Der Mann, der sich noch mit Grausen an das Zittern und Heulen und Zähneklappern des stationären Handels erinnert, damals in den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre, als die Mailorderhäuser aufkamen. Große Gefahr, Mailorderhäuser. Und der stationäre Handel zitterte. Die Mailorderhäuser sind verschwunden, der stationäre IT-Fachhandel blieb. Noch einmal herzlich willkommen, der Mann mit dem Elefantengedächtnis, Michael Dressen. Da hinsetzen? Nein, da ist mein Platz, Herr Dressen. So. Setzen Sie sich bitte dahin. Okay. Unser nächster Gast hatte kürzlich in seinem Privathaus Probleme mit seinem Router. Er brauchte aber dringend einen, er musste ins Internet. Also sprang er ins Auto und fuhr zu seinem nächsten PC-Händler, kaufte einen, fuhr wieder nach Hause, schloss das Teil an und war wieder online. Deshalb ist er der Meinung, der stationäre PC-Fachhandel wird nach wie vor gebraucht. Herzlich willkommen, Hans-Dieter Wisuwa, Senior Vice President Fujitsu Technology Solutions. Herr Wisuwa, freut mich. Bitteschön. Er ist einer von denen, vor dem sich der stationäre Fachhandel fürchtet, was ihn nicht davon abhält, trotzdem bei ihm zu kaufen. Er behauptet von sich, der größte Online-Notebook-Händler Deutschlands zu sein. Begrüßen Sie den Totengräber des stationären IT-Fachhandels, notebooksbilliger.de, Chef Arndt von Wedemeyer. Haben Sie gemerkt, ich brauchte seinen Namen gar nicht zu sagen. Als er Totengräber hörte, kam er schon freiwillig hoch. Er fühlte sich direkt angesprochen. Wer notebooksbilliger.de sagt, der muss neuerdings auch Elektronikpartner sagen. Die Düsseldorfer Fachhandelskooperation hat sich an dem Online-Händler beteiligt. Was für eine Menge Aufregung und Diskussion auch bei den EP-Partnern gesorgt hat. Glaubt man bei Elektronikpartnern nicht mehr an die Zukunft des stationären Handels und will sich mit dem Engagement bei notebooksbilliger.de absichern? Die Frage beantworten soll uns Karl Trautmann, Vorstandsmitglied der Verbundgruppe Elektronikpartner aus Düsseldorf. Herzlich willkommen. Herr Trautmann. Manche sagen, der stationäre IT-Fachhandel müsse sich so positionieren wie die Apple Stores. Gute Lage, tolles Ambiente, freundliche und kompetente Mitarbeiter. Machen wir schon lange, sagt dieser Mann, der behauptet, keine Produkte, sondern Leistungen zu verkaufen. Aus Berlin, zu uns gekommen nach München, Gravis-Chef Archibald Horlitz. Herzlich willkommen. Herr Horlitz, hallo. Dieser Mann will das Beste aus beiden Welten vereinen. Das Unternehmen, dem er als Geschäftsführer vorsteht, zählt zu den führenden Online-Anbietern. Es betreibt aber auch zahlreiche Ladengeschäfte in deutschen Großstädten und es soll noch viel, viel mehr werden.
Er sagt, dass der stationäre Fachhandel nach wie vor eine wichtige Aufgabe erfüllt. Der Abstand zu den Preisen im Netz darf aber nicht zu groß sein. Herzlich willkommen, Cyberport-Geschäftsführer Fritz Oidtmann. Frau Oidtmann, hallo. Dieser Mann wohnt zwar nicht wie ich in München, sucht den stationären IT-Fachhandel, aber ebenfalls oft vergebens. Er sagt daher, der klassische Fachhändler mit Ladengeschäft ist in seiner alten Form Schnee von gestern. Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Jeder Händler muss seine spezifische Zielgruppe und deren Bedürfnisse kennen und sich daran orientieren. Wer nur versucht, Kisten über die Ladentheke zu schieben und dabei 2 Euro zu verdienen oder 2 Euro billiger zu sein als die anderen, der hat keine Existenzberechtigung. Meint Lenovo Vice President Stefan Engel. Hallo Herr Engel, grüß Sie. Hallo. Schön, dass Sie da sind. So, ich gehe jetzt auf meinen Platz. Ah, endlich wieder sitzen, die ganze Nacht gelegen. Herr Dressen, darf ich mit Ihnen anfangen? Wenn es sein muss, ja. Es muss sein. Ich habe in der Anmoderation habe ich Herrn von Wedemeyer ja als Totengräber des stationären IT-Fachhandels bezeichnet. Das war natürlich ein Gag. Der stationäre IT-Fachhandel, behaupte ich jetzt einmal, der braucht gar keinen Totengräber, das macht er schon selber ganz alleine. Meine These ist, der stationäre IT-Fachhandel hat bis heute nicht wirklich eine Antwort gefunden, die der Markt draußen an ihn stellt. Zunächst waren es die großen E-Tailer, die Flächenmärkte, jetzt sind es die E-Tailer. Und der stationäre Fachhandel sucht immer noch seine Rolle, die er in diesem Szenario spielt. Erlauben Sie mir, in dem Zusammenhang eine E-Mail zu zitieren, die ich vor kurzem zu diesem Thema von einem ehemaligen Distributionsmanager, nicht von TechData, bekommen habe. Er schreibt, im Vergleich zum stationären Handel wird man bei Amazon, in diesem Fall ist es halt Amazon, weder mies beraten noch unfreundlich bedient und bei Umtausch und oder Reklamierung nicht dümmlich behandelt. Ich habe schon seit Jahren keinen Media Saturn mehr betreten, kleinere Fachgeschäfte meide ich und bestelle alles online. Günstig, problemlos und ohne Stress. Garantien, Gewährleistungen, Rücksendung, alles unproblematisch. Und der Preis ist bei Amazon meist der günstigere. So. Wenn das nicht nur eine Einzelstimme ist, dann sieht es ja verdammt schlecht aus für den stationären IT-Handel. Was sagen Sie dazu? Also ich darf mich outen als jemand, der relativ wenig im Online kauft. Und für mich ist ganz wichtig ein Einkaufserlebnis. Ja. Das ist jetzt nicht nur in der Frage von IT-Produkten so, das nehmen wir mal an Bücher. Ich kaufe meine Bücher nie online, ich gehe immer in den Buchladen, stöbere da rum und kaufe dann meine Bücher. Und die entscheidende Frage ist, kann der stationäre Handel ein Einkaufserlebnis vermitteln? Und ich weiß, wir sind hier eine bunte Mischung aus Herstellern, aber ich darf mal einen Hersteller hervorheben, wo ich ein ganz exzellentes Einkaufserlebnis habe. Und das sind die Apple Shops. Ja, die Apple Shops sehen gut aus, haben ein gutes Design und sie haben ein extrem interessantes Einkaufserlebnis. Und das sind ja Dinge, die andere nachmachen, kopieren oder erweitern können. Ich habe heute Morgen in der Zeitung gelesen, dass Microsoft 30 Shops in den USA aufmacht, die ein ähnliches Design haben. Man muss das jetzt nicht so kopieren. Ja. Aber das Entscheidende ist das Einkaufserlebnis. Sie kommen dort rein und wenn Sie zum Beispiel ein Problem also mit Ihren Sachen haben, steht dort jemand, den Sie ansprechen können, der vereinbart mit Ihnen einen Termin. Eine halbe Stunde später, eine Stunde später ist jemand dort, der sich um Sie kümmert. Und das sind Dinge, die ich fantastisch finde. Ja. Und deswegen glaube ich auch, dass der stationäre Handel, wenn er sich in so eine Richtung entwickelt, von Erlebnis, von gutem Service, dass er absolut eine Chance hat. Wer keine Chance hat, ist genau das, was Sie dort zitiert haben, wenn man schlecht bedient wird und so weiter. Dies alles will man sich nicht antun. Das kann einem im Internet schlecht passieren, weil da sitzt man ja einem Computer gegenüber und die Zeit ist noch nicht da, dass wir vom Computer beschimpft werden. Aber ab und zu funktioniert es nicht, aber man wird nicht direkt beschimpft. Und dieses Erlebnis hat man sozusagen positiv oder negativ eben im
in dem stationären Handel, deswegen bin ich davon überzeugt, wenn man es richtig macht, hat der stationäre Handel absolut Zukunft. Okay, das sind eine Menge Punkte, die Sie ja schon angesprochen haben. Die werden wir nachher noch oder im Verlauf des Gesprächs abarbeiten. Zunächst nochmal eine Frage an Sie, Herr Trautmann. Als Geschäftsführer dieser großen Verbundgruppe von IT- und CE-Händlern, können Sie die Aussage des ehemaligen Distributionsmanagers, die ich vorhin zitiert habe, können Sie die nachvollziehen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte kurzfristig Sorge, dass das hier eine sehr morbide Veranstaltung werden würde. Natürlich kann ich das nachvollziehen, nämlich dann, wenn der stationäre Handel seine beiden echten USPs nicht ausspielt oder nicht sozusagen an den Mann oder auf den Platz bringt, dann kann es ihm schon passieren, dass er den Kunden verliert. Die beiden USPs sind ganz klar eine Mensch-zu-Mensch-Kommunikation. Die darf nicht versaubeutelt werden nach dem Motto, wie Sie haben eine Reklamation. Mhm. Und das zweite USB ist, der stationäre Handel kann vorführen, erklären. Da können Sie die Produkte anfassen, die Sie kaufen wollen. Also sozusagen das Buchhandelserlebnis von den Dresen haben. Auch das muss gut gemacht werden. Wenn diese beiden Punkte nicht gut gemacht werden, dann verschwindet dieser Händler vom Markt. Dann hat er aber auch keine Berechtigung, sich darum zu tummeln. Dem E-Mail-Schreiber wünsche ich von ganzem Herzen, dass er niemals Kunde des größten deutschen Festnetzbetreibers ist und dann irgendein Teil abrauscht oder irgendeine Verbindung nicht funktioniert, weil dann sage ich nur viel Spaß bei der Mensch-Maschine-Kommunikation und bei der Lösung seines Problems. Da wäre er froh, wenn er in einen Laden marschieren könnte, so wie Herr Wiesuwa es in der Anmoderation beschrieben hat. Wenn er in einen Laden marschieren könnte, der ihm sagt, ich nehme dein Problem ernst, ich helfe dir und ich löse das. Mhm. Halten Sie das Mikrofon nochmal fest, Herr Trautmann, weil ich will nochmal weiter nachfragen. Also Elektronikpartner ist ja eigentlich ein Synonym für den stationären Handel im Bereich IT und CE. Und das hat ja auch in der Vergangenheit wirklich gut funktioniert, muss man sagen. Mal besser, mal nicht so gut. Nicht so gut funktioniert hat Ihr Engagement im Online-Handel. Da haben Sie ja vor einiger Zeit auch die Aktivitäten weitgehend gedrosselt. Und jetzt hat sich EP aber an Notebooks Billiger, eine Firma von Herrn von Wedemeyer, beteiligt. Motto: Wir glauben zwar an die Zukunft des stationären Handels, aber sicher ist sicher? Nein, Sie haben in Ihrer Eingangsfrage zwei Fehlinterpretationen geleistet. Okay. Die erste ist, wir waren sehr erfolgreich im Onlinehandel, haben allerdings erkannt, dass wenn man ein hybrides System fährt, man in einen hohen Komplexitätsgrad hinein rutscht. Und wir haben uns entschieden, diesen Komplexitätsgrad zu beseitigen, indem wir gesagt haben, wir machen unseren Netshop zu. Auf der anderen Seite muss man eins ganz klar sagen, auch nach vorne gerichtet, außer in Nordkorea können Sie dem Endkunden nicht vorschreiben, wo er kauft. Und es war immer schon schlecht, wenn man Kunden versucht hat zu belehren und nicht zu bedienen. Wenn also der Endverbraucher für sich entschieden hat, und eine bestimmte Anzahl von Endverbrauchern entscheiden, sie kaufen online, dann muss man ihnen die Möglichkeit geben, das zu tun. Genauso gut gibt es Kunden, die entscheiden, sie kaufen in einem Fachmarkt oder sie kaufen in einem Fachgeschäft. Also wenn wir uns mal 15 Jahre zurückbewegen, auch da gab es ganz viele verschiedene Ausprägungen im stationären Handel, so wie heute auch. Da hat ja auch keiner gesagt, oh Mist, wir müssen Einheitsformate auf den Markt bringen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Natürlich glaube ich an das Überleben und an die Zukunftsperspektive des stationären Handels und zwar sehr stark. Allerdings nur, so wie eben schon mal gesagt, wenn der gut aufgestellt ist und die Punkte, die er besser kann als andere, auch wirklich bringt. Mhm. Auf der anderen Seite müssen wir auch klar erkennen, dass es eine immer größer werdende Anzahl von Endkonsumenten gibt, die eben einen anderen Weg für die Befriedigung ihrer Konsumwünsche sucht und den müssen wir bieten. Mhm. Welche Rolle spielt Notebooks Billiger dabei? Vielleicht, Herr von Wedemeyer, können Sie das vielleicht mal erläutern? Also, gute Frage. Die Frage, welche Rolle Notebooks Billiger dabei spielt, die wäre eigentlich für Herrn Trautmann besser. Ich könnte besser erzählen, welche Vorteile wir darin sehen. Machen Sie das einfach, Herr von Wedemeyer. Welche Vorteile sehen Sie für sich? Also für uns sind die Vorteile ganz klar, dass wir sagen, wir haben mit der EP einen starken Partner in Bereichen, in denen wir nicht so stark sind. Und wir haben vor einem Jahr etwa strategisch gesagt, ich glaube an das Mobile Shopping, also an das Convenience Shopping. Ja, das heißt, also das Einkaufserlebnis, was der Michael Dressen vorhin geschildert hat, ist ja eigentlich angenehm. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, so ein Apple Store hat ja nichts wirklich Besonderes. Er hat ein nettes Design und er hat Leute, die nett sind. Punkt. Ja, ich meine, nett ist, ich lasse jetzt diesen Vergleich mal sein, aber nett ist eigentlich nicht spektakulär. Es reicht aber schon, nett zu sein, das ist fast das Erschreckende. Und
wenn man sagt, wie kann Shopping eigentlich am angenehmsten sein, dann ist es aus meiner Sicht so, dass ich auf dem Smartphone eine App habe und da kaufe ich das, was mir in dem Moment einfällt, was ich haben will. Also ich kann ein Bedürfnis sofort befriedigen. Das verändert aber signifikant das Such- und Kaufverhalten. Also früher wollten wir was kaufen, eine Reise buchen, Hotel buchen, sind wir in Google reingegangen, haben gesagt, hier Flug billig oder was weiß ich. Heute habe ich irgendeine App von HS oder Hotels.com oder was weiß ich installiert. Das heißt, ich habe eine redaktionelle Vorauswahl getroffen. Wie lange funktioniert das? Solange ich relevant häufig aufgerufen werde. Und da haben wir aus meiner Sicht einen entscheidenden Punkt und das war für uns ein ganz wichtiges strategisches Thema zu sagen. Unsere App muss oft aufgerufen werden. Das bedeutet, wir müssen das Sortiment signifikant verbreitern. Mhm. Und Zeit ist da ein wesentlicher Faktor. Also ich habe ja auch schon mal gesagt, ich finde im Augenblick, bis auf die Amazon-Kollegen, die meisten anderen Online-Shops, da fehlt mir auch ein USP. Ja, das ist jetzt weniger drastisch formuliert. Ich glaube, dass man es zurzeit relativ gut schaffen kann, wenn eben das ganze Backing auch komplett da ist, ein Sortiment bei uns zu verbreitern und einfach den Kunden, die wir haben, und wir haben im Online-Markt aus Kundensicht die beste Reputation, dieses breitere Sortiment anzubieten. Und dann habe ich eben auch höhere Einkaufsintervalle und dann hat auch die App eine starke Berechtigung. Also in Zukunft viel mehr auch braune, weiße Ware bei notebooksbilliger.de. Ja. Okay. Herr Trautmann, wollen Sie noch was da ergänzend? Der Vorteil für EP? Ich glaube, dass man nicht kurzfristig gucken darf, sondern dass man eine langfristige Wette eingeht, wenn man sowas tut. Wir werden in Zukunft ein ganz hybrides Verhalten des Endkunden haben und Sie müssen eine Entscheidung treffen, ob Sie bewusst sagen, ich verzichte auf, wie immer der Marktanteil ist, das kann ich heute nicht sagen, ob der 20, 30, 40 oder 25% sein wird, weiß ich nicht. Sie müssen eine Entscheidung treffen, ob Sie sagen, an dem Markt nehme ich teil oder nicht. Und wir sind Händler und Unternehmer und deswegen haben wir gesagt, ja. Herr Horlitz, Sie sind ja auch so ein urstationärer Händler, also nicht Sie selbst, aber Ihr Unternehmen, Gravis, und zwar im Apple-Umfeld. Aber Sie machen nicht nur stationären Handel, sondern Sie haben auch einen Online-Shop aufgemacht. Warum eigentlich? Also zunächst mal, um das historisch richtig einzuordnen, Gravis ist mal ursprünglich als Mailorderhaus gestartet. Ach, schau an. Ja, 1987. Wir haben das Unternehmen genutzt, um damals Peripherie aus den USA zu importieren für den Apple-Markt neben dem bestehenden Systemhaus HSD und haben die Marke dann genutzt 1991, um damit in den stationären Bereich zu gehen. Okay. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, warum online? Es ist eindeutig so, dass es kein durchgängiges Kundenverhalten gibt. Also der Anspruch eines Kunden manifestiert sich unterschiedlich. Kenne ich ein Produkt, weiß ich, was ich will, ist online einfach ein Convenience Sale. Mhm. Das heißt also, ich muss mich aufstellen als Vertriebspartner, als Händler, gemäß den Kundenbedürfnissen. Und wenn ich mich jetzt festlege, rein auf Online oder rein auf stationären Handel, werde ich eben nur ein Teilsegment des Marktes bedienen können. Und wir sehen ja diese Entwicklung aus beiden Richtungen kommen. Stationäre Händler, die Richtung Online gehen. Oder die beiden Kollegen hier, Herr Wiedemeyer und Herr Oltmann, die eigentlich aus dem Online-Bereich kommen und Richtung stationär gehen. Also das zeigt, es ist eine allgemeine Tendenz, sich Multichannel aufzustellen und den Kunden da abzuholen, wo seine Bedürfnisse am besten befriedigt werden. Hm. Meine persönliche Meinung ist, es ist wesentlich einfacher, vom stationären Handel in den Online-Bereich zu gehen, als umgekehrt, weil das stationäre Geschäft das komplexere ist und das schwierigere ist und man dort eigentlich die direkte Kundenerfahrung hat. Online ist dann sozusagen einfach einer draufgesetzt, aber das mögen die Kollegen anders sehen. Da würde ich nachher gerne noch mal etwas intensiver drauf eingehen. Herr Oltmann, stationärer Handel, Onlinehandel, warum nicht das Beste aus beiden Welten vereinen? Ja? Stichwort Multichannel oder Multichannel, wie man sagt. Ne? Cyberport ist ja ein Vorreiter auf diesem Gebiet oder einer der Vorreiter auf diesem Gebiet. Sie sind stark im Online-Business, ähnlich wie Herr von Wedemeyer, wie mit seiner Firma, planen aber gleichzeitig die stationäre Präsenz von Cyberport über die bestehenden rund, ich glaube so ein Dutzend Läden sind es mittlerweile doch, sehr stark auszubauen. Ich habe mal gehört, 60, 70
Läden sollen noch dazukommen. Beobachter sagen, das kann eigentlich nicht funktionieren. Cyberport würde mit den bereits bestehenden Läden schon defizitär arbeiten. Was sagen Sie denn? Ich weiß nicht, wo die Beobachter diese Informationen her haben, aber die einzelnen Läden, die wir betreiben, arbeiten profitabel. Wir haben das bewusst gemacht, aus dem reinen Online-Geschäft ins stationäre Geschäft zu gehen, weil wir auf den Kunden gehört haben. Wir haben in Dresden unsere Zentrale in einem Viertel liegen, wo kaum Einkauf stattfindet. Da gab es früher mal ein Kino und ein paar lokale kleine Geschäfte, aber ansonsten gibt es keinen Grund für einen Dresdner aus Einkaufsgründen dahin zu fahren. Wir hatten ein kleines Outlet, wo wir die Ware dann zur Abholung bereitgestellt haben und haben festgestellt, dass immer mehr Kunden nicht nur Ware abholen, sondern auch fragten, habt ihr noch mehr? Und wir haben dann einen kleinen Laden draus gemacht und die Nachfrage war so groß, dass wir irgendwann dazu gekommen sind, lass uns ein Konzept machen und weitere Läden aufmachen. Also wir haben oft gegen den Trend Dinge gesetzt. Wir haben auch einen Katalog. Wenn man in unserem Business einen Katalog auflegt, würde man auch sagen, seid ihr verrückt, denn die Ware ist ja schneller im Preis verändert und auch teilweise schon veraltet, wenn der Katalog gerade gedruckt ist, und trotzdem funktioniert das sehr gut. Und unsere Kunden schätzen gerade diesen Katalog. Wir sind teilweise sogar ausgezeichnet worden mit dem Katalog des Jahres. Und was wir immer wieder gelernt haben, ist, wir müssen auf den Kunden hören. Und wenn der Kunde eine größere Flexibilität haben will, dann wollen wir die dem gerne anbieten. Und deswegen gehen wir in die Fläche. Es ist noch kein Dutzend, im Moment sind wir bei 12. Bei acht Läden. Wenn ich die Abholstellen in Österreich, die wir in der Kooperation mit dem Unternehmen Niedermeyer dazu nehmen, dann sind wir schon bei über 50. Mhm. Das sind eben nicht unsere eigenen Läden. Aber wir haben verstanden, Kunden möchten aus welchen Gründen auch immer Ware abholen, wenn sie sie online bestellt haben. Da kann es einfach sein, ich spare die Versandkosten. Es kann aber auch sein, dass der Vater zu seinem Sohn sagt, wir haben den Fernseher bestellt. Ich warte nicht, wann der Zufall, der Postmensch mir die Ware nach Hause bringt, sondern wir zelebrieren das. Ich hole den morgen Nachmittag ab und du kommst mit und dann bauen wir bei uns den Fernseher auf. Also auch da ist ein Einkaufserlebnis und ich glaube, das ist besonders wichtig, beides miteinander zu finden. Ich kann es online schaffen, aber ich kann es auch stationär schaffen und ich muss dem Kunden die Flexibilität bieten, die er dafür haben möchte. Ja, das hört sich immer so gut an, Herr Visuva, wenn man so hört, ich muss einfach die Bedürfnisse des Kunden erfüllen und dann fluppt das alles und so. Aber ich meine, wenn ich das will als Anbieter, als Händler, auch als Hersteller, was der Kunde will, dann bin ich bald pleite. Weil der Kunde will immer die beste Leistung zum geringstmöglichen Preis. Das muss ich mir dann ja auch leisten können. Ja? Und jetzt sagte der Herr Oitmann, also auch in unserem Vorgespräch, der Abstand im stationären Handel zum Online-Business darf nicht so groß sein. Aber die Kosten im stationären Handel, die sind ja doch deutlich höher. Wie kann denn das funktionieren? Also bevor ich zu dem Thema Preise was sage, ja, möchte ich erstmal irgendwie klar rücken, der stationäre Händler, der wird hier so ein bisschen stilisiert als der langhaarige Bombenleger, der hinter einer großen Halde von alten Mainboards alles tut, um irgendwelche Kunden zu verschrecken. Das sehe ich nicht unbedingt so. Okay. Also, das sehe ich nicht unbedingt so, sondern ich habe in der Regel dort hilfsbereite, freundliche Menschen, die alles tun, um irgendwie außerhalb der Norm eines Standardablaufes einem Kunden zu helfen. Aha. Und genau hier liegt der Unterschied. Ja? Einem hochstandardisierten Geschäft, voll automatisiert, Logistikketten etc. versus einem doch etwas komplexeren Problem, was da entstanden ist. Und wir wollen auch mal nicht so tun, als ob das alles heile Welt ist in dem Online-Thema. Ja. Ich sag mal, missbräuchliche Nutzung von Kreditkarten. Ja, die Post hat jetzt verändert dieses Thema Postbox, ja, weil man gemerkt hat, dass es da Leute gibt, die offensichtlich Identitäten stehlen und an eine Postbox liefern lassen und sich das dann abholen, weil das war relativ einfach. Ja. PayPal nenne ich mal als Stichwort. Sie haben vorhin LAS angesprochen mit dem großen Dilemma, wer bekommt eigentlich welche Sponsorgelder, um auf Position 1 zu sein, unabhängig davon der Qualität und des Preises zum Beispiel. Mhm. Also es gibt eine ganze Reihe von Faktoren, die hinter dieser Fassade stecken, die offensichtlich nicht so gut sind, wie alle das vordergründig empfinden. Dazu kommt dann ein demografisches Thema.
Ja, nicht alle leben im Zentrum von Berlin und können kurz bei Gravis vorbeigehen. Ja, also denken Sie mal an die Niederungen irgendwo in Mitteldeutschland, ja, wo Sie erstmal eine halbe Stunde fahren, bevor Sie überhaupt in eine etwas größere Stadt kommen. Und wenn Sie in München keinen Vorort-Shop finden, ja, wie mag das denn dann da draußen in Feldafing sein? Mhm. Ja, also ich glaube, die Welt hat sich da wirklich dramatisch verändert und es gibt eine gute Berechtigung für Unternehmen, die mit einer Präsenz vor Ort multiple Leistungen bereitstellen. Ja, also wenn man sich, ich habe damals meinen Spontankauf nach einem Gewitter übrigens, ja, bei einem EP-Händler meines Vertrauens gemacht, ja, und das dauert 15 Minuten und ich war wieder okay damit. So, jetzt kann man nicht davon einem Geschäftsmodell leben, das davon ausgeht, dass nur der Unfall quasi zum Umsatz führt. Das, ja? Das wird nicht reichen. Ja? Das wird nicht reichen. Da gebe ich Ihnen recht. Bitte? Ja, andererseits war mir zu dem Zeitpunkt der Kaufpreis völlig schnurz. Ja. Ja, also es ist eine Frage, wann ist man wo, zu welchem Zeitpunkt? Also Lage entscheidet, die Art und Weise, was für ein Portfolio habe ich dort? Und wie kann ich mich dann differenzieren? So, um jetzt den zweiten Teil der Frage zu beantworten, man muss, glaube ich, mal aufhören mit dem Märchen, dass bei einem klassischen Computer eine Margenerwartung da drin steckt, die ungefähr dem entspricht, was man heute bei einer modernen Küche hat. Ja? Also die sind so dünn da drin, dass, glaube ich, das Geschäftsmodell schon differenziert bei der Logistikkette macht mehr aus, als eine Preisveränderung am Ende vielleicht ausgelöst durch einen Dollarkurs. Mhm. Ja, denken Sie mal an dieses Thema Volatilität alleine, durch die Währung etc. etc. So, also es gibt da viele Elemente drin, die man gar nicht steuern kann mittlerweile mehr. Und diese Branche sollte aufhören, es zu versuchen, weil die Kunden entscheiden darüber, wo sie kaufen und wie sie bedient werden wollen. Und derjenige, der die unternehmerische Freiheit nutzt und sagt, ich mache das, ich finde hier meine Klientel und ich berate hochwertig etc. etc., den habe ich auch ehrlich gesagt noch selten in Schwierigkeiten gesehen. Die anderen sind verschwunden. Ja, das kann durchaus sein, aber es sind auch andere Hersteller verschwunden, na, es sind klar. Auch schon Online-Shops verschwunden. Ja? Also es ist ja nicht so, dass nur da Fehler passieren. Also die unternehmerische Freiheit und das Vermögen, das kann man nicht beeinflussen, glaube ich. Von unserer Seite. Es sind ja auch in anderen Branchen viele verschwunden. Sie hatten es im Vorgespräch von sich aus angesprochen, ohne dass ich es erwähnt habe. Und Herr Horlitz genauso. Das waren die Reisebüros. Wir erinnern uns noch alle vor vielen Jahren, als man online Reisen buchen konnte und so, da sagten alle, die Reisebüros, das ist der Tod der Reisebüros. Es gibt aber nach wie vor Reisebüros. Gibt es ja nach wie vor. Und ist das vielleicht, die haben sich einfach neu positioniert, neu aufgestellt, ist das ein Vorbild für den IT-Fachhandel sozusagen, ich sag's mal provokativ, der IT-Spezialist für die Reichen, Bequemen und Ahnungslosen? Ich glaube eher für die, die komplexere Probleme haben. Geh doch mal in so ein Online-Buchungssystem rein und sag, ich möchte jetzt eine Woche Alicante in dem und dem Zeitraum mit der und der Airline zum guten Kurs haben. Ich brauche einen Leihwagen und ein vernünftiges Hotel. Ach, und meine Kinder sollten auch vernünftig betreut werden. Mhm. Also da verbringst du ein paar Stunden mit vom Computer, um das herauszufinden, wenn du überhaupt eine Antwort kriegst. Mhm. Also besser zu Hause. Online. Zum Beispiel, ja. Oder man geht in das Reisebüro seines Vertrauens und sagt, oder vielleicht sogar noch besser, man ruft da an und sagt, ich habe folgendes Thema, macht mir mal ein Angebot fertig und dann kriegt man es. Mhm. Also es ist immer eine Frage, wie weit man selber do-it-yourself veranlagt ist und wie komplex das Problem ist. Und wenn ich das jetzt mal so ein bisschen transformiere auf, übrigens, da leben die Reisebüros relativ gut mit, ja. Und wenn ich das jetzt mal übertrage auf unser Geschäft hier, was wir betreiben, ja, ganz ehrlich, es gibt eine ganze Reihe von Sachen, da würde ich niemals dran gehen. Da hat der liebe Gott andere erfunden, ja, die das besser können und die genau wissen, was sie da tun. Also warum soll ich nicht jemanden anrufen und sagen, hier, bring das in Ordnung und dann ist die Sache durch. Ja? Mhm. Kann mir da irgendein anderer bei helfen, der das online macht? Wohl kaum. Ich habe keine Lust auf eine 0800er Warteschleife, um irgendein Problem an meinem Computer zu fixen. Oder was. Also die unterschiedlichen Personengruppen, die unterschiedliche Bedürfnisse haben. Ich hatte nur vorhin das Thema Demografie kurz angesprochen. Ja. Die sorgen dafür, dass es eine Vielschichtigkeit gibt und bleibt und wird.
die reinen Logistikfunktionen, die wir vielleicht vor 10, 20 Jahren hatten, weil jemand jemanden kannte, der wusste, wie man aus Taiwan einen Computer importierte zu einem günstigen Kurs. Ja, das ist over. Das ist vorbei. Da gebe ich eben recht. Herr Engel, Sie hatten ja im Vorgespräch auch gesagt, eigentlich, Sie waren eigentlich, ich sage mal, ich will nicht sagen der Ehrlichste. Warum nicht? Will ich nicht sagen. Aber Sie haben gesagt, eigentlich ist ja der stationäre IT-Fachhandel weitgehend ja schon gar nicht mehr da. Er ist Geschichte. Und dann haben wir uns darüber, über die Frage unterhalten, unter welchen Voraussetzungen oder welchen Bedingungen hat denn der stationäre Handel eine Chance? Und da haben Sie zwei Punkte genannt. Der eine Punkt war Sortiment und der andere Punkt war Spezialisierung. Und bei Spezialisierung, dann denke ich immer, wie kann denn das aussehen, Spezialisierung im stationären IT-Handel? Spezialisiere ich mich auf Computermäuse oder spezialisiere ich mich auf eine bestimmte Zielgruppe? Alle Golfspieler, alle Hausfrauen, was weiß ich. Was meinen Sie mit Spezialisierung? Ich glaube, man sollte sich auf Kabel spezialisieren. Auf Kabel, für WLAN. Zum Beispiel, ja. Nein, ist natürlich ein Scherz. Wenn wir uns... Sitzt jetzt hier schon eine ganze Zeit und auch nicht sehr überraschend bei dieser Gruppe, es sind ein paar sehr intelligente Statements schon gefallen, von daher so ganz so viel zu addieren habe ich wahrscheinlich nicht. Aber wenn ich mir die Bevölkerung angucke, wie sie sich verändert, wir werden immer älter, und die deutsche Bevölkerung ist die älteste in Europa mit der geringsten Geburtenrate, das heißt, das wird auch so mit der Mobilität dann irgendwann auf Dauer schlechter. Eine Spezialisierung, nur um ein Beispiel zu nehmen, ist ein Handel, der sagt, lieber Kunde, wenn du ein bisschen solvent bist, ich schiebe dir nicht nur ein Produkt über die Ladentheke, denn diese sind tot, sondern ich installiere das bei dir, ich komme einmal im Monat vorbei, mache dir deinen Virus runter, den du dir bestimmt einfängst und gebe dir vielleicht noch eine Schulung oder sowas. Das ist eine Spezialisierung auf eine Zielgruppe. Eine andere Zielgruppe mag sein, dass man sagt, und das wird ja heute auch sehr oft abgedeckt, ich spezialisiere mich beispielsweise auf Kleinunternehmen, auf Selbstständige, auf Freiberufler. Die haben eine Anforderung, der im Service besonders hoch ist. Weil wenn dann das Gerät kaputt geht, dann muss sofort was passieren. Das sind Spezialisierungen, die funktionieren. Dafür sind die Kunden auch bereit, mehr Geld in die Tasche zu nehmen. Ein drittes Beispiel, und wir haben vorhin die Reisebranche verglichen, ich will eine andere Branche vergleichen, die ich sehr interessant finde, das ist die Parfümbranche. Die Parfümbranche funktioniert nämlich sehr ähnlich wie die IT. Es gibt drei große Kooperationen und zwei große Händler, Müller und Douglas. Und trotzdem, wenn Sie durch die Städte gehen, gibt es in der Parfümbranche noch jede Menge familiengeführte Unternehmen, die allerdings alle von Kooperationen gesteuert werden, da aber das nicht so nach außen zeigen. Warum? Weil die es schaffen, dieses Einkaufserlebnis zu haben. Du kannst mal ein bisschen riechen. Gut, das wird in der IT etwas schwieriger, das gebe ich zu. Oder ein Pröbchen mitgeben und einfach eine tolle Atmosphäre schaffen. Und ich muss leider sagen, die meisten IT-Shops, die ich kenne, da ist schon viel, wenn die Geräte gerade in einer Reihe stehen. Also die Warenpräsentation zum Beispiel ist sicherlich verbesserungswürdig. Die Erklärung der Produkte ist verbesserungswürdig. Da ist schon einiges zu tun. Und ich glaube, dass es auch in Zukunft sehr viele Menschen geben wird, die entweder lieber stationär kaufen oder in bestimmten Situationen stationär kaufen. Herr von Wedemeyer, Sie haben auch im Vorgespräch gesagt, Lage des Geschäfts, also 1A-Lage, 1B, was weiß ich, Stadtrandlage, sei nicht entscheidend. Und auch die Ladengestaltung sei nicht entscheidend. Sie haben sogar gesagt, Lifestyle und schönes und teures Ambiente, Herr Horlitz, ja, das rechne sich für den Fachhandel nicht, für den Handel nicht. Was rechnet sich denn dann? Also erstmal, das Ganze ist bezogen auf IT, ganz ja, klar. Also klar. Das Beispiel Parfümerie, Convenience, Luxusgüter ist natürlich eine ganz andere Branche mit ganz anderen Margen. Wenn ich jetzt als IT-Händler das Glück habe, Herrn Visuva als gewittrigen Kunden zu haben und habe dann einen Deckungsbeitrag von 8 Euro an dem Router, ist das natürlich kein Geschäft, von dem ich leben kann. Die Idee, Dienstleistungen dazu zu verkaufen, die kennen wir auch alle schon lang und schmutzig. Also das Konzept wurde im stationären Handel viel gepredigt. Ich weiß nicht, ob man ihm
damit einen Gefallen tut, weil ich weiß nicht, ob es so viele Kunden gibt, die das zahlen. Es gibt sicherlich viele Spezialisierungsbereiche, nennt man die Hausautomatisierung, Kleinbetriebe, wo es Sinn macht, tatsächlich eine systemhausartige Dienstleistung anzubieten, die vielleicht auch im Privatsektor mehr und mehr Zugang finden werden. Und jetzt habe ich Ihre Frage vergessen. Kein Problem, ich habe sie mir ja aufgeschrieben, deshalb. Super. Also, Lage des Geschäfts ist so, egal. Genau. Ladengestaltung also, kann man sich sowieso nicht leisten. Also ich persönlich glaube, wenn wir im IT-Sektor Produkte haben, wo der Kunde A eine grobe Vorentscheidung schon getroffen hat, also ich will ein Notebook haben oder ich will einen Fernseher kaufen oder was auch immer ihn da interessiert, dann möchte er ein möglichst breites Sortiment sehen, um die Produkte sich anschauen zu können, und es ist für ihn eine Investition. Wenn ich eine Investition mache, das kam ja auch in der Runde, zelebriere ich die teilweise sogar. Das heißt, für uns war die Konsequenz, wir brauchen eine Lage, wo die Leute gut hinkommen. Wir haben Kunden, die kommen in unsere München aus dort, zum Beispiel aus Augsburg, aus Nürnberg, Gott weiß woher. Das ist der Familienausflug von Papa am Wochenende. Und er weiß einfach, bei uns hat er ein riesen Notebook-Sortiment da. Und die sind jetzt nicht schäbig dahingestellt und die werden auch die ganze Zeit geputzt, weil sonst sieht es wirklich asselig aus. Also die Basics, das Handwerk, das muss stimmen. Ja, ich will als Kunde nirgendwo reingehen, wo es eklig ist. Aber ich brauche da jetzt nicht irgendein super stylisches Design, weil unsere Kunden im Handel, meines Erachtens in dieser Branche, interessiert das Produkt. Das Produkt, die Vergleichbarkeit, die Auswahl und die sofortige Verfügbarkeit. Das war ja im Grunde mal die Idee der Flächenmärkte, die ja auch gar nicht schlecht war, dass man einfach sagt, ich habe eine Riesenhalle, da steht der ganze Klumpatsch drin und ich kenne viele, ich früher auch, ja, ich bin am Wochenende in Mediamarkt, total cool, Männerhobby. Ja, du gehst da rein, guckst dir die Fernseher an, die HiFi-Anlagen und manchmal kaufst du auch irgendwas. Wir haben heute aber insgesamt ein longtailigeres Sortiment. Das heißt, ich habe halt nicht, es reicht halt nicht, 10 Notebooks da zu haben, ich muss halt 50 oder 100 da haben. Ja? Weil die Kunden es gewöhnt sind, durch eine Online-Verfügbarkeit mehr zu sehen. Deswegen glaube ich daran, dass man spezialisierte Ladengeschäfte machen muss, die einen bestimmten Bereich sehr kompetent abdecken. Ich glaube nicht, dass es irgendeinen Sinn macht zu sagen, ich habe eine Zahnbürste neben dem Notebook stehen. Das ist kein USP, das kann ich vielleicht an der Kasse machen und vielleicht nimmt er die mit, aber das ist dann ein Zufallstreffer. Das ist kein Konzept. Das Konzept muss es sein, so wie eigentlich Fachhandel war. Und ich habe früher immer gesagt, ich möchte einen Onliner bauen, der der beste Fachhändler in seinem Segment ist. Und was bedeutet das? Ich habe eine Beratungskompetenz und da bin ich über das Thema Reisen eben auch extrem gestolpert, weil wenn ich heute auf Holiday-Check oder sonst was gehe, dann kriege ich ganz viele Meinungen, ganz viele Fotos, ganz viele Informationen. Wenn ich ins Reisebüro gehe, die haben ja genauso wenig Ahnung wie ich, die gucken in ihr altes komisches Amadeus-System rein. Ja, und sagen dann irgendwann, ja, das, was ich mir im Katalog ausgesucht habe, ist halt nicht verfügbar. Es gibt aber spezialisierte Reisebüros, die super cool sind. Die haben zum Beispiel selber abgefahrene Hotels zusammenstellen, wo man dann Routen abfahren kann. Da sage ich wieder, cooler USP. Weil die bringen mir was, was mir sonst keiner bringt. Mhm. Ich sage, das befriedigt ein Bedürfnis, das ich nicht mal hatte. Es weckt sogar ein Bedürfnis. Tolle Sache. Leider Nischenprodukt. Ja. Alles andere, also Lifestyle ist immer toll, wenn es der Kunde bezahlt. Ja, aber wir sollten uns jetzt nicht aus eigener Eitelkeit die schönsten Läden haben zu wollen, einbilden, dass es irgendwas bringt. Herr Dressen, Sie hatten mir gerade so ein Zeichen gegeben, Sie wollten noch was sagen. Ja, ich finde das ein sehr interessantes Statement und kommt natürlich aus einer Convenient-Haltung. Sie haben es ja vorhin auch gesagt, Convenient. Convenient kommt ja eigentlich mal aus der Lebensmittelindustrie, Convenient Food, ja, steht für billig und gut, geschmackvoll, darüber lässt sich wie gesagt streiten. Aber ich sehe zwei Grundtendenzen. Online-Handel ist natürlich eine Sache, um Sachen convenient zu machen, um kostengünstig zu machen, Preisargument, ja. Ich meine, Sie haben nicht ohne Grund Ihr Geschäft Notebooks billiger genannt, ja, das ist ein klares Statement. Und ich glaube daran, dass das eine Grundtendenz ist, die andere Grundtendenz, und das gilt nicht nur für IT, sondern es gilt für alle Lebensbereiche, ist sowas wie Erlebnis, Branding und Service, wenn man so will. Und das sind die beiden Dinge, in die man sich positionieren kann. Man kann das vielleicht sogar miteinander verbinden, ja. Aber schauen Sie sich eben Apple an. Apple verkauft auch noch Computer, ja. Und trotzdem ist dort ein Branding, eine Marke entstanden, die so stark ist und dass man sich leisten kann, interessante Shops zu machen. Sie haben das vorhin so ein bisschen
das ist ja nur schön und ein bisschen nett. Ja, das ist es, aber es ist auch, und das muss ich wirklich sagen, ich habe noch nie in so einem IT-Shop, wenn ich reingekommen bin und habe gesagt, ich habe jetzt dieses Problem, dass dann wirklich innerhalb kürzester Zeit jemand da war, der das Problem gelöst hat. Ja? Die Jungs von Apple, da haben Sie völlig recht, das sind Hersteller. Wenn ich eine Umsatzrendite in dem Ausmaß fahre, wie Apple das macht, dann ist so ein Shop eine klare Brandansage und das ist total sinnvoll. Bin ich völlig bei Ihnen. Aber das kann sich kein Händler leisten. Es funktioniert nicht. Es funktioniert in Branchen, wo ich andere Margen habe. Aber auch die ganze Margendiskussion, die wir immer führen, ja, ob ich jetzt an irgendeinem 40-Euro-Laserdrucker, ob ich da, was weiß ich, 5% dran verdiene oder 10%, ist ja Jacke wie Hose. Es kann nicht rentabel sein. Guter Punkt, Herr von Wedemeyer. Da will ich gleich auch nochmal Herrn von Wiesuwa und Herrn Engel dazu fragen. Aber vorher, Herr Trautmann, müssen sich noch kurz gedulden. Behalten Sie, was Sie sagen wollten. Ich hatte mich schon vorhin gewundert, als Herr von Wedemeyer sein Statement gegeben hat, dass da vorne die Ecke so ruhig blieb. Herr Eutmann und auch Herr Horlitz haben sich das so angehört, dass gar keine Regung. Und dann war ich dann doch erleichtert, als Herr Eutmann den Finger hob und mir signalisierte, er möchte doch jetzt doch etwas sagen. Und ich vermute mal, dazu dem Thema, was der Herr von Wedemeyer gesagt hat. Ja, ein höflicher Mensch und deswegen schreie ich nicht dazwischen. Aber wenn man Lebensmitteleinkauf denkt, dann gibt es eben den Aldi, dann gibt es den Edeka und dann gibt es auch das Delikatessengeschäft. Ich kann natürlich auch ein Notebook oder ein IT-Geschäft oder sagen wir generell ein Elektronikgeschäft ähnlich wie einem Aldi aufbauen. Das Einkaufserlebnis ist entsprechend. Ich weiß vorher, was ich will, ich bekomme es da und nehme es mit, es ist sauber, es ist ordentlich, aber es ist kein besonders, außer dem Preis ist das Einkaufserlebnis dann nicht besonders stark. Ich kann es aber auch anders machen und dem Kunden ein Ambiente schaffen. Das muss nicht teuer sein, aber es hat trotzdem eine andere Anmutung. Ich muss dafür kompetente Mitarbeiter haben, die den Kunden vernünftig beraten, die müssen erreichbar sein und ich muss den Mitarbeiter nicht als genervtes armes Männlein oder Weiblein da haben, die mir dann Hilfe rufen, schon den, eigentlich will mal Pause machen. Nein, der muss Zeit haben und der muss wirklich für den Kunden da sein und nicht gucken, dass er irgendetwas wegverkauft, sondern dass er den Kunden versteht und ihm genau das. Wir haben alle bei fast allen Produkten ähnlich niedrige Margen. Dann ist es in Anführungszeichen eigentlich egal, was ich dem Kunden verkaufe. Dann ist es aber am sinnvollsten, dass ich dem Kunden das verkaufe, was er möchte. Und deswegen ist es gut, zuzuhören, zu verstehen, was er haben will und ihm dann eine entsprechende Unterstützung beim Kauf zu geben. Das heißt, ich brauche geschulte Mitarbeiter, denn viele Kunden kommen in das Geschäft rein und wollen auch und wissen schon vorher ungefähr, was sie wollen. Einige wissen es noch nicht. Und auf die unterschiedlichen Bedürfnisse muss ich mich einlassen. Und das kostet natürlich etwas, das erfordert auch Komplexität in der ganzen Handhabe. Aber ein Einkaufserlebnis zu schaffen, wir wollen richtig viel Geld von den Leuten, auch wenn bei uns wenig übrig bleibt. Aber die Leute müssen viel Geld dafür bezahlen, ob sie ein Notebook, einen Fernseher, eine Kamera kaufen. Das ist viel Erspartes. Ja. Und wenn sie das haben wollen, dann müssen sie auch dafür etwas anbieten. Ich kann es einfach machen und den Eindruck erwecken, der weiß schon vorher, was er will, der kriegt es. Oder ich kann ihm auch helfen und ein richtig schönes Erlebnis draus machen. Aber der Punkt bleibt, es muss bezahlbar bleiben. Also ich kann also nicht in Luxus und alles Mögliche drauf machen, aber trotzdem kann ich es deutlich freundlicher gestalten und angenehmer, sodass ein richtig schönes Erlebnis draus wird und damit auch erfolgreich sein. Jetzt hat der Herr Trautmann sich gemeldet, Herr Wiesuwa, Sie auch. Sie müssen sich aber jetzt noch ein bisschen gedulden. Und der Horlitz guckt mich auch schon die ganze Zeit so an. Sicking, ich will was sagen. Also wir haben jetzt so eine Einordnung, Ansprüche, Anlagen, lokale Einschätzungen bekommen. Also ich meine, dass Sie jetzt nur ausgerechnet einen Onliner fragen, da können Sie auch einen katholischen Pfarrer nach den Prinzipien einer glücklichen Eheführung fragen. Ich fange mal an mit dem, was Herr Dressen vorhin gesagt hat, Apple Stores. Das sind die, die uns natürlich in Anführungsstrichen am nächsten sind. Also ich glaube, nett allein reicht nicht. Nett ist die kleine Schwester von Scheiße, das ist bekannt. Und ich glaube, deshalb kommt keiner nur, weil ein Laden nett ist. Ich glaube, ein Ladengeschäft hat im Gegensatz zu online die Chance, den kompletten Lifecycle von Pre-Sales bis After-Sales abzufahren. Das kann ich online in der Form nicht darstellen. Und ich glaube, in der Tat, Einkaufserlebnis, Branding ist je nach Produkt, was ich vertreibe, eine der eminent wichtigen Faktoren. Also für mich ist, also ich sage mal, das geilste Geschäftsprinzip Nespresso, ja, George Clooney als Werbefigur hinzustellen und den Leuten für 1,2 Gramm Kaffee ein Schweinegeld abzunehmen. 19% Marge.
Ja, genau. Also Dinge, von denen wir träumen in unserer Branche. Also das ist für mich noch stärker als ein Apple Store, also sozusagen die Reinkultur eines Branding Stores. Ein Apple Store ist ein Herstellerstore, wie sehr richtig bemerkt. Also dort gehe ich hin, weil ich beim Hersteller einkaufen will, weil ich gerne in einem Laden, der gut gefüllt ist, zum Listenpreis das Gefühl haben möchte, ich habe es vielleicht als Erster. Aber es ist zum Beispiel kein Laden, in dem ich eigentlich einen Lösungskauf tätige. Weil die Produkte bietet Apple nicht an, um eine Abgrenzung zu versuchen, wie positionieren sich Stores. Ich brauche in vielen Fällen, wenn ich einen Lösungskauf tätige, zusätzlich Peripheriezubehör, die Apple nicht führt. Also da ergibt sich schon mal eine Daseinsberechtigung für einen Fachhändler in Abgrenzung zu einem Herstellerladen. Dann möchte ich energisch widersprechen, dass Lage nicht entscheidend ist. Also ich meine, gerade wir haben in der zeitlichen Reihung der Apple-Produkte die Erfahrung gemacht, dass wir auch aus Randlagen, die sehr günstig waren, immer mehr gezwungen waren, in das Zentrum des Geschehens zu gehen. Weil sobald das sich dem Bereich CE nähert, also wo Spontankäufe sind, bin ich in der Fabrikhalle irgendwo an der Ausfallstraße nicht mehr gut aufgehoben. Das sind Kunden, die vorinformiert sind, die dort einkaufen. Das ist auch sicher für einen Online-Kunden, der abholen will, absolut akzeptabel, weil er findet dort auch einen Parkplatz. Also da passt das. Aber für Produkte wie zum Beispiel von Apple oder speziell CE-Produkte, Sie hatten das vorhin auch gesagt, Spontankauf, ich gehe in den Laden rein, Preis ist sekundär, ist die Lage sehr wohl entscheidend. Ich glaube auch, dass die Einrichtung entscheidend ist, weil ich vermittle dem Kunden über die Einrichtung einen Teil meiner Kompetenz. Wenn das Ganze aussieht wie ein Gravis Store 1991, als wir die ersten aufgemacht haben, treffe ich eine andere Aussage als heute. Wir haben damals eine IKEA-Küchenplatte hingehängt, haben die Ware hinter der Theke gehabt, Stahlregal, und haben dem Kunden klar gemacht, wir sparen, damit wir für dich günstig sein können. Der konnte keine Ware anfassen, ja, der durfte vor der Theke stehen. Einziger Vorteil, den man damals hatte, man durfte im Laden noch rauchen, unglaublich, wenn man in der heutigen Zeit daran zurückdenkt. Heute, wenn Sie einen Gravis Store sehen, die Ware ist präsentabel, sie ist anfassbar und wir versuchen Kompetenz auch über die Ladeneinrichtungen auszustrahlen, über die Warenpräsentation. Also das waren mal nur ein paar kurze Anmerkungen, die ich zu den Statements hier... Ja, Sie bezeichnen sich ja sogar als, ich habe es mir notiert, Experte in Sachen Lifestyle. Also auf Ihrer Homepage reden Sie sehr viel sogar über Lifestyle. Also Sie sagen dort, wer einfach nur einen Computer oder MP3-Player braucht, der geht zum Elektromarkt. Wer aber Lifestyle will, geht zu Gravis. So steht es da. Das ist durch die Produkte bedingt. Also ich meine, wenn Sie ein Produkt verkaufen, was durch Design, durch Haptik sozusagen zum Einkaufserlebnis wird, dann habe ich eine ganz andere Grundmotivation, warum ich mir ein Produkt kaufe, als wenn ich wie früher dahin gehe und sage 386er, 486er, so und so viel Megahertz getaktet. Das waren damals andere Kriterien, nach denen ich ausgesucht habe. Heute verkaufe ich primär an Kunden, die überhaupt nicht interessiert, was sozusagen unter der Haube ist. Das ist wie beim Autokauf, also da gibt es Leute, die machen jetzt erst die Motorhaube auf und gucken mal, wie der Motor so aussieht und führen dann Fachgespräche, ob das zwei Nockenwellen sind oder nur eine. Wir haben Kunden, die haben den Anspruch, einsteigen, Schlüssel umdrehen, bequem von A nach B kommen. Mhm. Was da unter der Haube ist, Elektro, Diesel, Benzin, spielt keine Rolle. Mhm. Ich habe eine funktionale Vorgabe, die ich erfüllt haben möchte und das in möglichst komfortabler Form. Mit dem einzigen Unterschied, dass da feststeht, wo Sie zu tanken haben, ne? Herr Trautmann, steht Ihre Wortmeldung noch? Ja, okay. Also, es sind viele Sachen gesagt worden. Meinem Vorredner ein ganz großes Dankeschön für zwei Kernaussagen. Erstens, wir reden hier immer von dem Kunden. Da möchte ich anmerken, den gibt es nicht. Sondern es gibt die Kunden und die sind ganz, ganz vielschichtig. Sie haben eben gesagt, ja, der Kunde, das ist ja immer der will die beste Leistung zum billigsten Preis. Den gibt es auch. Aber der ist zum Glück nicht die Mehrheit. Es gibt ganz, ganz viele Kunden, die wollen eine gute Leistung zu einem fairen Preis. Mhm. Das sind dann vielleicht die mehr, auf die wir uns konzentrieren. Außerdem gehört in diese Diskussion ganz klar rein, nicht nur das Thema Lifestyle, sondern auch das Thema Marke. Wir haben im Jahr 2000 mal definiert für unsere Fachhändler, dass es drei entscheidende Differenzierungskriterien gibt. Design, Lifestyle, Innovation. Und unter diesem Motto laufen unsere Fachhändler unter der Marke EP zum Beispiel seit vielen, vielen Jahren sehr erfolgreich. Warum? Die bieten zum einen Innovationen an. Das heißt, die Produkte, die neu sind, die für den Kunden hip sind, die müssen da sein. Die müssen vorführbereit da sein, die müssen verkauft werden. Design bedeutet nicht nur Design
tolle oder designstarke Produkte, sondern bedeutet eben auch, dass das Einkaufserlebnis, dass der Laden ansprechend ist. Das kann man ganz unterschiedlich gestalten. Die Lage, vielen Dank für dieses Statement. Die Lage im stationären Einzelhandel ist 50% der Miete, und zwar im doppelten Sinn. Mhm. Oder im doppelten Wortsinn. Sie können die Sie können die beste Mannschaft, die tollsten Produkte haben, wenn die Lage verkehrt ist, wird dieses Ding niemals profitabel sein. Ja, also und deswegen auch nochmal ein kleiner Differenzierungshinweis, wenn wir von stationärem Handel reden. Wenn ich stationären Handel meine, dann rede ich nicht von einem Pickpoint, also von irgendeiner Abholstation oder von einer Ecke in der BP-Tankstelle, dann rede ich von einem Ladenlokal. Ne? So mit Türe und Schild vor der Türe und einem schönen Ambiente, wenn man reinkommt. Ja. Ja. So, und letzte Anmerkung zum Thema Marke. Es gibt Produkte, die kauft der Kunde, weil der Hersteller extrem viel gearbeitet hat am Markenimage, weil das Besitzen, das Kaufen dieses Produktes für den Kunden eine intrinsische Freude auslöst. Nehmen wir die Automobilbranche. Es gibt ja nicht nur Skodas. Ne? Es gibt Leute, die kaufen sich einen Porsche, weil sie den toll finden. Und es gibt Leute, die kaufen Budget, irgendein Dacia-Logan. Es gibt nicht nur Apple, aber es gibt natürlich auch Apple und ein erfolgreiches Produkt. Warum? Weil es dieses Unternehmen geschafft hat, einen extremen Markenwert zu schaffen. Mhm. Deswegen ist der Kunde bereit, dafür auch Geld auszugeben. Mhm. Neben Usability und allem anderen. Gehen Sie mal in die weiße Ware. Warum kaufen die Leute eine Miele-Waschmaschine? Die macht am Ende auch nur sauber. Die kaufen eine Miele-Waschmaschine, weil es diesem Unternehmen 111 Jahre lang gelungen ist, einen Markenwert zu schaffen, wo der Kunde ein super gutes Gefühl hat. Natürlich stimmen auch alle anderen Parameter. Anfassqualität, Service. Aber der Markenwert ist einfach 400 Euro wert. Da gibt der Kunde 400 Euro mehr für aus. Und so sehe ich das auch klar im stationären Handel. Wenn ich als Einzelhändler vor Ort einen guten Job mache, wenn ich meinen Kunden befriedige, die Kundenbedürfnisse befriedige, wenn ich den richtig abhole, dann ist das mein Markenwert und den zahlt der Kunde auch. Und letzte Bemerkung für alle Freunde des Sozialismus, ich habe ja Nordkorea eben schon mal genannt, es ist nicht wahr, dass alle Produkte die gleiche Marge haben. Und es ist auch nicht wahr, dass der erfolgreiche Händler, wenn er die Bedarfsanalyse abgeschlossen hat, sagt, okay, Herr Bolten, ich weiß jetzt, was Sie wollen, suchen Sie mal was aus. Der gute Händler sagt, ich habe verstanden, was er wollten möchte und jetzt verkaufe ich ihm das Produkt, was für mich als Händler vielleicht die höchste Wertschöpfung hat, weil es ist das richtige Produkt für Sie. Also es ist nicht so, dass die Produkte unkontrolliert irgendwie aus dem Handel rauslaufen. Das sind die Händler, die Sie heute vergeblich in Ihrem vorherigen und jetzigen Wohnort suchen, die gesagt haben, Marge ist eh egal, such dir was aus. Mhm. Die sind verloren, das ist richtig. Einmal mit noch, Herr Wiesuber und Herr Oidmann hat auch schon das Mikrofon in der Hand. Ich gucke gerade auf die Uhr, die da hinten steht und die zeigt mir, es ist kurz vor 11. Wir sollten eigentlich schon seit 20 Minuten fertig sein, aber wir haben ja später begonnen. Aber wir müssen ganz langsam dann auch zum Schluss kommen, weil wir ja auch noch weitere Programmpunkte haben. Ich habe hier jede Menge Fragen auch noch, die kann ich beim nächsten Mal dann vielleicht verwenden. Sagen wir, wir machen noch 5 Minuten und dann müssen wir einfach dann abbrechen. Jetzt habe ich Herr Wiesuber, der noch was sagen will, und Herr Oidmann, Sie wollten auch noch was sagen. Das passt zum Herrn Oidmann, weil auf der nach oben offenen Cyberport-Skala sind Sie gerade mindestens 7 Punkte bei mir runtergefallen. Für mich ist es nämlich entscheidend, dass der Fachhändler meine Marke vertritt. Ich brauche keinen, der 50 Notebooks hat. Der sagt, mir ist der Preis das einzig Entscheidende. Nimm, was du willst. Ich brauche einen, der sich für meine Marke mit stark macht. Und das tut ein lokaler Fachhändler sehr stark. Der identifiziert sich damit und der bringt damit Themen rüber, die bewundernswert bei einer einzigen Marke immer angestrebt werden. Und ich denke, das ist ein großes Differenzierungsmerkmal zwischen einem klassischen Broadliner im Sinne von 500 verschiedenen Notebooks, alle zu unterschiedlichen Preispunkten gestuft bei 1 Euro, damit Suchmaschinen optimiert und bla bla bla. Versus jemanden, der sich intensiv mit Mobile Solutions auseinandergesetzt hat und der genau weiß, ich habe verstanden, Kunde, was du brauchst und dafür gibt es A, B oder C oder D. Ich glaube, dieses Differenzierungsmerkmal wird online niemals wettmachen. Ich habe das befürchtet, dass sich da noch jemand meldet und dass wir aus dem Herr von Wedemeyer, schön behalten nochmal. Herr Oidmann hat sich zuerst gemeldet, kommt auch zuerst dran, wie in der Schule. Also vielleicht kurz nur dazu, natürlich empfehlen wir entsprechende Marken, aber eben auf Basis des Bedürfnisses des Kunden.
weil wir sagen, der Kunde hat ein bestimmtes Bedürfnis, dafür kriegt er aber die gute Empfehlung und die Marke, die ich am besten vertreten kann. Und das, was ich bei, das war mein anderes Thema, was ich noch gerne machen wollte. Wir haben so oft Apple jetzt gerade gelobt. Ja? Apple hat etwas geschafft, was bei anderen noch teilweise fehlt, einen Lifestyle, die Produkte mit etwas mehr als nur den Produkt selbst auszustatten, also eine Aura um diese Produkte herum. Es gibt tolle Entwicklungen in der Industrie, tolle neue Erfindungen. Ich nehme jetzt mal als ein Beispiel die Ultrabooks. Da finde ich es schade, dass es da nicht gelungen ist, bisher jedenfalls, Emotionen viel stärker rein à la Apple. Apple hätte viel mehr daraus gemacht. Unsere Industrie tut da meines Erachtens zu wenig. Auch da können wir mehr für den Lifestyle tun. Und das wäre ein Appell bei den Produkten, die sind nicht austauschbar. Aber dann lasst auch dafür sorgen, dass da was an Emotionen reinkommt. Denn die Leute geben viel Geld dafür aus, dann sollen sie auch ein tolles Gefühl dafür mitnehmen. Und das wäre ein Wunsch an die Industriepartner, auch in dieser Ecke etwas mehr zu tun. Das wäre hilfreich. Und dann, glaube ich, reden wir nicht mehr nur noch über Apple. Ich finde Apple gut, aber es gibt auch andere gute. Herr von Wedemann? Ja, aber das ist exakt ein Punkt. Also wir sagen unseren Industriepartnern auch seit langem, dass es sehr schön wäre, wenn die Produkte ein bisschen weniger identisch wären und tatsächlich mehr nicht nur Lifestyle, sondern auch in irgendeiner Form Unterscheidbarkeit aufweisen. Und da, finde ich, ist bei den Ultrabooks jetzt ein sehr, sehr guter erster Schritt gemacht. Wir haben da sehr hochpreisige Produkte, die sich exzellent verkaufen. Ach. Ja. Definitiv. Mhm. Also im Gegenteil ist es so, dass die teuersten Produkte sich am besten verkaufen. Mhm. Ja? Und das ist ein ganz klares Signal auch der Kunden, die eben sagen, Leute, und eins war völlig richtig, es gibt nicht den Kunden. Und alles, was wir heute diskutiert haben, wahrscheinlich sind alle Aussagen richtig, aber sie treffen eben auf unterschiedliche Handelsformate, unterschiedliche Kunden, bla 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 zu. Klar. Ja? So. Entscheidend ist ja vielmehr, dass wir jedem ein Angebot machen können. Und wo ich mich noch mal ein bisschen gegen wehren möchte, ich habe es auch mal so gehört, also online wäre es ja relativ einfach und nicht so komplex, eine Online-Seite gut zu machen mit der redaktionellen Information, die vom Beratungsniveau oberhalb des Know-hows, das ein stationärer Händler überhaupt nur haben kann, liegt, es ist sehr schwierig. Und wir bei uns sehen es ganz klar, dass wir als Informationsportal genutzt werden, auch von Händlern, die kaufen gar nicht bei uns. Mhm. Aber die wissen, dass bei uns die Informationen stimmen und an anderen Stellen, wo man ja auch Artikelstammdaten importieren kann, manchmal kleinere Fehler drin sein können. Das ist, glaube ich, schon ein Punkt. Also wenn ich einen so komplexen Markt habe, der so unübersichtlich ist mit so vielen Produkten, dann muss die Information stimmen und da sein. Ob das jetzt stationär ist, ob das online ist, völlig egal. Okay. Herr Engel, Sie haben sich gemeldet und dann kommen wir aber wirklich auch zum Schluss. Aber bevor Sie etwas sagen, das, was Sie sagen wollten, möchte ich das gerne verbinden mit einer Frage an Sie. Vielleicht können Sie die auch noch dann beantworten. Wir haben viel jetzt über Apple gehört, sozusagen als Musterknabe in vieler Hinsicht auf der Herstellerseite, die auch eigene Shops betreiben. Jetzt hatten Sie im Vorgespräch mal gesagt, ja, der Fachhändler, der muss sich auch hübsch machen, seinen Laden hübsch machen. Aber vielen fehlt auch das Geld dann dafür. Das kostet ja Geld. Vielleicht muss er die Lage verändern, er muss viel neu machen und so weiter. Jede Menge Kohle, die er nicht hat. So, und da wäre doch mal die Frage an Sie und auch an Sie, Herr Visuva, könnte denn da der Hersteller nicht mal ein bisschen unterstützend eingreifen, vielleicht sogar so eine Art Herstellershop machen? Ja? Wäre das vielleicht mal eine Möglichkeit, in der Zukunft drüber nachzudenken? Also es enthält ein paar interessante Antworten oder Fragen. Wir sprechen hier immer über diese eine Marke mit dem Apfel, die ich gar nicht mehr so wirklich am Wachsen sehe, wo ich mir so langsam Gedanken mache, sind die noch am Puls der Zeit oder sind die schon am Untergehen? Nein, Untergehen wäre zu viel gesagt, aber das wäre definitiv zu viel gesagt, aber meiner Meinung nach haben sie den Zenit überschritten und dann sollten wir sie auch nicht mehr als Vorbild darstellen. Wenn ich die Forderung höre, lieber Hersteller, mach doch mal innovative Produkte, gerade jetzt in der Phase, mit Windows 8, mit Touch, mit All-in-Ones. Es gibt eine ganze Menge innovativer Produkte am Markt, gerade auch von dem Unternehmen, das ich vertrete, aber auch von vielen anderen, die sich sehr oft schlecht verkaufen, weil
die werden irgendwo in die Ecke gestellt, die werden auf den Schrank gestellt, die werden im Online-Shop irgendwo mit Preis und Specs vermarktet und dann merkt das kein Endkunde. Ich habe auch immer gesagt, wenn du ein Produkt mit einem Touch-Bildschirm ins Regal stellst, ja, Touch sieht man nicht, das muss man ausprobieren. Warum soll also ein Kunde ein Touch-Gerät kaufen, wenn er gar nicht merkt, dass da Touch dran ist? Und das ist, glaube ich, ein Punkt und ich komme damit auch auf Ihre Frage. Natürlich müssen wir Hersteller da auch dem Handel helfen, dem stationären, ebenso wie dem Onlinehandel, weil der Onlinehandel, das wird oft unterschätzt, kann Produkte auch sehr, sehr gut präsentieren. Der kann sie sehr gut erklären, er kann eine wunderbare Argumentationskette aufbauen, die Details erklären und der Kunde kann sich die Fragen beantworten. Wenn ein guter Onlineshop gut gemacht ist, erklärt er sehr gut. Genau das muss dann aber auch der Fachhändler leisten und da müssen wir als Hersteller ihn schon unterstützen. Auch finanziell? Schulung? Schulung, da bin ich eher dabei. Also sicherlich Maßnahmen, die uns als Hersteller Geld kosten, aber ich wüsste jetzt nicht, warum ich dem Fachhändler sagen sollte, für jede gute Beratung kriegst du 10 Euro extra, sondern der soll sein Geld selber verdienen. Und das muss er auch. Mhm. Und diese Fachhändler, die überleben ja auch. Also da habe ich überhaupt keine Zweifel. Mhm. Herr Wisuwa, wann gibt es den ersten Fujitsu-Shop? Um genau zu sein, den gibt es seit, also nicht den reinen Fujitsu-Shop, sondern wir haben das über Partner gemacht, die sogenannten Mobile Stores. Ja, die gibt es seit, lass mich überlegen, 2004 oder 2005 ungefähr. Ja, und da haben wir genau das gemacht. Mhm. Also ausbilden brauchen wir die nicht. Die meisten Partner wissen mehr über die Produkte wie wir. Aber im Sinne, weil sie es täglich nicht machen, aber im Sinne von 3G, Anbindung, das ganze Zusammenspiel etc. Haben wir sehr früh damit angefangen, da auch finanzielle Unterstützung für zu leisten. Es ist nicht unbedingt der Durchbruch geworden, das muss man auch zugeben. Ah ja? Ja. Erklärung dafür? Ja, es sind sehr treue Partner geworden. Mhm. Okay. Das müssen Sie wie Apple machen. Dem Partner 100.000 Euro, also jetzt mal als hypothetische Summe in die Hand drücken, müssen sagen, ich gebe dir jetzt vor, wie du den Laden einrichtest und ihn dann an den exklusiven Möbellieferanten verweisen, wo er die Möbel dann für 90.000 Euro kaufen kann. Also das ist ein sehr schönes Geschäft. An dem Apple beteiligt ist. Ja, ich denke eher, dass der Unternehmer seine Entscheidung alleine fällen soll in der Beziehung, weil dafür steht er ein und das ist sein Geschäft. Ansonsten soll er ein Franchiser werden von McDonald's. Ja. Also das ist für mich eine andere Welt. Ja. Also ich glaube, der ist Unternehmer geworden, weil er selber sein Geschäft leiten möchte. Und damit übernimmt er die Verantwortung. Und wir können ihn dann nur überzeugen. Ja. Aber alles andere ist seine Entscheidung. Und das soll auch bitte so bleiben, meiner Meinung nach, weil das finde ich gut. Meine Herren, wir müssen zum Schluss kommen. Ich habe noch viele Fragen. Ich habe auch gesehen, dass im Publikum Herr Rockstedt-Mies sitzt von der Firma GetGoods. Den hätte ich auch noch ein paar Fragen gestellt. Wir haben jetzt leider nicht mehr die Zeit, das zu tun. Und ich werde auch nicht versuchen, das Gespräch jetzt noch mal zusammenzufassen. Das ist also viel zu schwierig und dauert auch zu lange. Aber ich habe eine Killer-Abschlussfrage an Sie alle. Und Sie können einfach nur mit Handzeichen antworten. Karten auf den Tisch. Ich weiß, manche von Ihnen haben Kinder. Wer von Ihnen würde seinen Kindern empfehlen und sie darin bestärken, heute noch einen stationären PC-Fachhandel, IT-Fachhandel aufzumachen? 1, 2, 3. Oh, jetzt vom Wedemeyer sogar. In Verbindung mit Online, da kommt. Okay, das ist 3. Das ist ja gar nicht so viel. Lassen wir das jetzt einfach mal so im Raum stehen. Ganz, ganz herzlichen Dank, meine Herren. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Wir machen gleich weiter nach einer kleinen Umbaupause.